Künstliche Intelligenz ist so ziemlich die Technologie der Zukunft. Es gibt kaum ein großes Unternehmen, Konsortium oder Hochschule, das gerade nicht mit Hochdruck an künstlicher Intelligenz forscht, um ganz vorne mit dabei zu sein. Vorbild und Zielmarke sind dabei oft die überlegene Leistungsfähigkeit des biologischen Gehirns. Aber das ist auch eine Menge Arbeit. Ein Entwicklerteam in Australien will sich deswegen die mühselige Entwicklungsarbeit sparen und direkt Hirnzellen in Computer einbauen. Es klingt vielleicht im ersten Moment verrückt, doch ihr erster Prototyp lernt schon jetzt schneller als künstliche Intelligenz von normalen Computern. Wie sie das gemacht haben, genau darum geht es in diesem Video. Biologische Intelligenz löst genau die Aufgaben, die der künstlichen Intelligenz das meiste Kopfzerbrechen bereiten. Denn seit über 800 Millionen Jahren trimmt die Evolution Tier und Mensch darauf, in Echtzeit unbekannte Situationen zu erfassen und Entscheidungen zu treffen. Denn das sichert das Überleben. Der Ursprung biologischer Intelligenz ist die selbstständige Vernetzung von Neuronen. Jede Hirnzelle kommuniziert über tausende von Verbindungen mit anderen Neuronen. Und jede einzelne dieser Verbindungen kann ein Neuron aufbauen, abbauen, verstärken oder abschwächen. So passt das Gehirn sich flexibel an neue Situationen an und lernt gleichzeitig aus Erfahrungen. Und das ganz ohne Software, Hardware und Speicherbänke. Denn all diese Funktionen stecken schon in der Biologie der Neuronen drin. Die Nervensysteme, die so entstehen, sind extrem komplex, aber auch robust, leistungsstark und effizient. Und genau diese Eigenschaften wollen Informatiker schon seit den 50er Jahren nachahmen. Sie erfanden Artificial Neural Networks, für die viele kleine Recheneinheiten miteinander verbunden sind. Aber das Simulieren komplexer Netzwerke mit Rechenmaschinen ist schwierig. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis es Prozessoren und Speicher gab, die der Aufgabe halbwegs gerecht wurden und die künstlichen neuronalen Netzwerke ihren Siegeszug antreten konnten. Heute sind Deep Neural Networks praktisch synonym mit künstlicher Intelligenz. Aber trotz allem machen sie dem biologischen Vorbild noch immer kaum Konkurrenz und man arbeitet weiter daran, aufzuholen. Reinforcement Learning, ein Lernprinzip von Mensch und Tier, das ich euch hier schon mal erklärt habe, ermöglicht einer künstlichen Intelligenz zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel kann es Spiele erlernen, einfach indem es sie spielt. Auf der Hardware-Seite entwickelt man sogenannte neuromorphe Prozessoren. Das sind Prozessoren, die, anders als die bisher genutzten konventionellen GPUs, Informationen mittels kurzer Spannungsspitzen kommunizieren, so wie Neuronen es tun. Davon erhofft man sich, dass künstliche neuronale Netzwerke sparsamer und schneller werden. Zusammengefasst, man betreibt einen riesigen Aufwand, um künstliche neuronale Netzwerke den biologischen immer ähnlicher zu machen, hinkt dabei aber noch weit hinterher, zumindest in den meisten Bereichen. Aber Moment mal, könnte man sich diesen ganzen Aufwand nicht sparen und stattdessen gleich einfach ein biologisches Netzwerk an einen Computer anschließen? Das klingt nach krasser Science-Fiction, aber genau das versucht aktuell eine Firma in Australien. Zunächst stellt sich natürlich die Frage, sind Gehirn und Computer überhaupt kompatibel? Auf der einen Seite haben wir ein logisch konstruiertes Rechensystem mit Software, Hardware und Speicherplätzen, implementiert mit Transistortechnologie. Ein Computer ist gemacht, um Rechenoperationen auszuführen. Auf der anderen Seite haben wir ein organisch wachsendes Geflecht aus Neuronen, in denen Grenzen zwischen Software, Hardware und Speicher einfach nicht existieren. Nervensysteme haben sich entwickelt, um schnell komplexe Entscheidungen zu treffen und sie umzusetzen. Während also ein Computer problemlos mit großen Zahlen rechnet, habe ich Probleme, allein schon vierstellige Zahlen im Kopf zu multiplizieren. Dafür kann ich gleichzeitig gehen und reden, ohne dass ich mein Gehirn an einen hausgroßen Supercomputer anschließen muss. Vielleicht gibt es aber auch einige von euch, die nicht nur gleichzeitig gehen und reden, sondern Einrad fahren und dabei mit Fackeln jonglieren, während sie auf einem Drahtseil über eine Schlucht balancieren. Es klingt nach einem spannenden, aber auch echt riskanten Hobby, bei dem eine passende Unfallversicherung sicher nicht schaden kann. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, Clark. Ich persönlich finde, dass sich erstmal jeder ganz unabhängig mit seinen Versicherungen auseinandersetzen sollte. Denn sie können einem auf der einen Seite mega den Arsch retten, mir schon mehrfach passiert, aber auf der anderen Seite auch eine Menge Geld kosten. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager direkt fürs Handy, der euch dabei unterstützen kann, einen Überblick über eure ganzen Versicherungen zu behalten. In der Clark-App könnt ihr nachsehen, was ihr im Jahr so zahlt und was eure Versicherungen alles abdecken oder eben auch, was sie nicht abdecken.
Wenn ihr das möchtet, dann kann Clark euch mit ausgebildeten Versicherungsmaklern dabei helfen, zu überprüfen, wo ihr vielleicht nochmal nachjustieren solltet und was vielleicht unnötig ist. Ihr könnt über die App aber auch Schadensmeldungen durchgeben oder euch über Kündigungsfristen alter Verträge benachrichtigen lassen. Eine Sache, die ich an dieser Stelle nochmal betonen möchte, ist, dass ihr mit dem Einrichten von Clark auch ein Maklermandat abschließt. Und das ist wichtig. Das bedeutet, dass Clark in eurem Namen neue Versicherungen abschließen und alte kündigen kann. Natürlich immer mit eurer Zustimmung. Das vereinfacht zum einen vieles, weil Clark euch so unabhängig beraten kann. Es kann aber auch dazu führen, dass eurem aktuellen Makler das Mandat entzogen wird. Solltet ihr also bereits eine Person haben, mit der ihr das Thema Versicherungen angeht, dann sprecht das auf jeden Fall vorher mit dieser Person ab. Das Mandat kann dann natürlich jederzeit widerrufen und euer Konto auch wieder geschlossen werden. Klickt gerne auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung, um euch noch weiter zu informieren. Und mit dem Code WATSON, alles groß geschrieben, könnt ihr euch mit jeder hochgeladenen Versicherung einen 15€ Einkaufsgutschein bis zu maximal 45€ sichern und unterstützt dabei auch noch uns und diesen Kanal hier und weitere spannende Videos. Vielen Dank! Aber trotz der großen Gegensätze kann eine Verbindung von Gehirn und Maschine funktionieren. Stichwort Brain-Machine-Interfaces. Auch dazu gibt es schon ein Video von uns auf dem Kanal. Gehirnzellen kommunizieren über Aktionspotenziale, also kurze Spannungsimpulse. Wir können Aktionspotenziale messen und wir können sie auch auslösen, indem wir ganz kurz von außen eine kleine Spannung anlegen. Beides, lesen und stimulieren, geht mit denselben Elektroden. Jetzt schließen wir noch einen Computer für die Auswertung und Steuerung der neuronalen Aktivität an und fertig ist die Schnittstelle. Ganz einfach. Aber obwohl schon lange an Brain-Machine-Interfaces geforscht wird, hat es bisher nur das Cochlea-Implantat in die breite Anwendung geschafft. Es gibt aber auch experimentelle Systeme, mit deren Hilfe Versuchsteilnehmer Prothesen steuern können, zum Beispiel einen Roboterarm. Auch Elon Musks Neuralink arbeitet an einem Brain-Machine-Interface, das natürlich irgendwann mal alles können soll. Zum Beispiel kann dieser Affe hier damit Mind Pong spielen. Die Verbindung aus Gehirn und Maschine kann also funktionieren. Aber die Forscherinnen und Forscher wollen ein isoliertes biologisches Netzwerk in einen Computer einbauen, nicht das ganze Gehirn. Das wäre Overkill und auch sehr schwierig und vielleicht auch ein bisschen unethisch. Platt gesagt, man will Gehirnzellen in ein Motherboard stecken, wie eine neue Grafikkarte. Dazu muss man sie erstens auf einem kleinen kontrollierbaren Raum unterbringen und dann zweitens dafür sorgen, dass sie sich optimal an die Schnittstelle eines Computers anpassen. Dazu eignen sich Multi-Electrode Arrays. Das sind Platinen mit Dutzenden bis Hunderten von Kontaktstellen. Auf diesen Platinen kann man flache Präparate aufbringen, Hirnschnitte zum Beispiel oder eine Netzhaut. Hirnschnitte ist, by the way, quasi Milchschnitte für Zombies. Literally eine lebende Scheibe geschnitten Hirn. Während des Versuchs wird das empfindliche Gewebe auf der richtigen Temperatur gehalten und mit einer Nährlösung überspült, die auch Sauerstoff an die Zellen heranbringt. Mit solchen Apparaten haben Neurowissenschaftler unglaublich viel über die Funktionsweise von Neuronen herausgefunden. Die vorhin beschriebenen Präparate stammen leider immer noch von Tieren, die dafür ihr Leben lassen müssen. Aber auch für dieses ethische Problem hat die moderne Wissenschaft eine Lösung. Und das sind pluripotente Stammzellen. Die kann man aus Embryos von Tieren entnehmen oder noch besser, man stellt sie aus Hautzellen eines erwachsenen Menschen her, sodass gar keine Tiere mehr am Prozess beteiligt sind. Mit der richtigen Behandlung werden aus diesen Stammzellen dann Neuronen. Die kann man anschließend auf ein Multi-Elektroden-Array aufbringen und die richtige elektrische Stimulation steuert anschließend ihr Wachstum. Und genau so funktioniert das System, das die australische Firma Cortical Labs modifiziert hat, um biologische Intelligenz in Computing zu integrieren. Und ihre Erfindung nennen sie Dishbrain. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ein Standard, an dem man lernende Systeme gerne testet, ist der OG der Computerspiele, Pong. Und genau daran hat auch das Forscherteam in Australien sein System getestet. Damit unser zweidimensionales Mini-Cyborg-Hirn Pong spielen kann, braucht es eine Art Display und die Möglichkeit, Eingaben zu machen. Das Display ist ein rechteckiger Bereich auf der Platine, der grundsätzlich so funktioniert wie ein kleiner Bildschirm. Nur, dass keine Pixel aufleuchten, sondern Elektroden Neuronen stimulieren. Die Eingabe funktioniert ähnlich. Die Forschenden haben Bereiche definiert, in denen die neuronale Aktivität gemessen und gemittelt wurde. Waren die Zellen in einem der Bereiche aktiv, bewegte sich das Pedal nach oben. Waren sie in einem anderen Bereich aktiv, dann bewegt es sich nach unten. Als Feedback für einen verpassten Ball stimulierten die Forscher einfach kurz alle Neuronen gleichzeitig.
Das war das erste Mal, dass man das überhaupt versucht hat. Und nicht nur hat es funktioniert, der Mini-Cyborg hat sich auch gar nicht so schlecht angestellt. In gerade mal ein paar Minuten hat das kleine Netzwerk aus Hirnzellen begonnen, Pong zu lernen. Dabei performte ein System mit menschlichen Hirnzellen erst schlechter als eines mit Hirnzellen von einer Maus, lernte dann aber schneller und performte am Ende besser. Mega spannend und wie ich finde, unglaublich krass. Beide biologischen Systeme erlernten Pong mit weniger Spielwiederholungen als künstliche neuronale Netzwerke eines klassischen Computers. Der Computer kann aber wohl am Ende erstmal doch noch besser spielen. Allerdings sprechen wir hier von nur wenigen hundert Neuronen. Ein Mensch besitzt rund 86 Milliarden Hirnzellen. Die Skalierungsmöglichkeiten sind hier also riesig und das letzte Wort zur Performance noch lange nicht gesprochen. Die Autoren erwähnen immer wieder, dass die Hirnzellen in die virtuelle Welt integriert seien. Das Netzwerk dachte, es sei das Paddle, beschrieb es einer der Autoren wohl gegenüber einem Journalisten. Gemeint war, dass das Display die Ballposition relativ zur Mitte des Paddles darstellte, statt so wie wir es beim Spielen sehen. Nach Meinung unseres Haus-Neurowissenschaftlers Dr. Dennis Eckmeier vereinfachte das das zu lösende Problem allerdings sehr. Ganz sicher haben aber ein paar hundert Zellen kein Bewusstsein, geschweige denn ein Konzept von selbst oder ihrer Position in einer virtuellen Welt. Bisher ist das Paper nur als Preprint zu finden. Das heißt, ob die Studie bereits von unabhängigen Experten begutachtet wurde und in der aktuellen Form bald in einem offiziellen Journal erscheinen wird, das wissen wir noch nicht. Aber es haben sich schon einige Experten Journalisten gegenüber positiv geäußert. Die Entwicklung von biologischen neuronalen Netzwerken als Bauteil in einem Computersystem ist natürlich noch ganz am Anfang. Eine große Hürde ist der Aufwand, mit dem sie hergestellt und betrieben werden. Schließlich müssen die Zellen aus Stammzellen gezüchtet und auf der Platine am Leben gehalten werden. In die Hosentasche wird man solche Geräte wahrscheinlich nie stecken können. Aber möglicherweise können sie ja eines Tages irgendwann mal in Computing-Server integriert werden, auf die wir dann vielleicht remote zugreifen können. Oder sie stecken in autonomen Robotern, schließlich haben sich biologische neuronale Netzwerke, aka Gehirne, genau so entwickelt. Eine Frage bleibt unbeantwortet. Wie löst ein Netzwerk überhaupt ein konkretes Problem? Ein Gehirn oder auch ein Deep Neural Network ist nämlich eine Black Box. Man weiß, was reingeht und man weiß, was rauskommt, aber man weiß nicht, auf welcher Logik die Problemlösung basiert. Man kann die Entscheidungsfindung von so einer Box nicht überprüfen und korrigieren, bevor sie einen möglicherweise schwerwiegenden Fehler macht. Wollen wir also in Zukunft wichtige, vielleicht lebenswichtige Entscheidungen Systemen überlassen, die wir nicht komplett durchschauen? Und noch etwas finde ich wichtig. Ab wann wird so ein System aus biologischen Computerchips empfindungsfähig oder entwickelt sogar ein Bewusstsein? Schließlich handelt es sich um menschliche Gehirnzellen. Schon heute fragt man sich aus eben diesen Gründen, ob es ethisch vertretbar ist, große Verbände aus Neuronen, manchmal auch etwas optimistisch Mini-Brains genannt, zu Forschungszwecken zu züchten. Wurde hier ein Bewusstsein kreiert, das Black Mirror-mäßig den ganzen Tag für den Rest seines Lebens Pong spielen muss? Wahrscheinlich nicht, aber ab einer gewissen Menge Neuronen könnte sich möglicherweise ein Bewusstsein entwickeln, das Gefühle und selbstständige Gedanken hat. Und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu einem Computerchip dieser Art ist. Findet ihr das gut? Findet ihr das scary? Habt ihr Angst, dass da ein Bewusstsein entsteht? Wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, dann überlegt euch doch mal, ob ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, denn uns hilft das auf jeden Fall sehr. Und für euch ist das auch praktisch, denn ihr könnt zum Beispiel Videos wie dieses hier vor allen anderen sehen oder ihr bekommt Zugriff auf unsere Skripte und könnt mal einen Blick behind the scenes werfen, wie wir diese Videos hier kreieren. Schaut doch mal vorbei, patreon.com/drwatson. Wie gesagt, uns hilft es auf jeden Fall mega. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Euer Cedric.